Jana Gottwald arbeitet als leitende Erzieherin in einer Kita, ohne feste Gruppe. Am Nachmittag wurden dort fast alle Kinder schon abgeholt. Nur die kleine Diana feiert noch mit ihren besten Freunden Cora und Noah ihren 5. Geburtstag weiter. Dabei verhält sich das Geburtstagskind, wie so oft in letzter Zeit, sehr auffällig. Ihr müsst jetzt aufessen. Nein, wir wollen aber nicht. Ja. Ihr müsst aber. Nein. Wieso müssen wir denn? Warum müssen wir? Weil ihr es müsst. Nein. Doch. Klinik am Südring, die Familienhelfer. Diana, was machst du? Komm mal her, Leon, komm mal her. Komm mal her, du hast ganz viel Sahne an der Nase. Kommst du mal bitte mit? Komm mal her. Kannst du mir mal eben sagen, was gerade passiert ist? Es wundert mich wirklich sehr, wenn ich sehe, wie weit Diana geht, wenn sie möchte, dass die anderen Kinder das tun, was sie sagt. In dem Moment hat sie einfach den Leo dafür bestraft, dass er den Kuchen nicht gegessen hat. Und woher dieses Verhalten kommt, das müssen wir halt jetzt herausfinden. Wieso machst du das, hm? Was soll das? Guck mal, der Leon fand das gar nicht lustig, was du gerade gemacht hast, ne? Der wollte den vielleicht auch noch essen. Hallo? Da sich seit kurzem das Verhalten der sonst so friedlichen Diana um 180 Grad gewandelt hat, ist die Familienhelferin mit der Mutter ihres Schützlings zu einem Gespräch verabredet. Modeverkäuferin Luisa ist zu Hause bisher noch nichts aufgefallen. Also hier ist sie jetzt auf jeden Fall in den letzten Tagen immer wieder aufgefallen. Deswegen hatte ich jetzt auch das Gespräch gesucht und jetzt gerade war das Paradebeispiel. Also das wird immer schlimmer. Das ist nicht nur, dass sie den Kindern immer sagt, was sie machen sollen die ganze Zeit, sondern das geht schon so weit, jetzt ist sie gerade handgreiflich geworden. Also ich bin echt erschrocken und die anderen Erzieher hier in der Kita haben mir das auch genauso rückgemeldet. Vorher war immer alles gut und die spielen ja eigentlich super zusammen, die drei. Aber im Moment ist es ganz merkwürdig. Wenn das Kind sein Verhalten von heute auf morgen verändert, dann kann ich den Eltern raten, einfach mal zu schauen, was hat sich eigentlich für das Kind in den letzten Tagen verändert. Gab es irgendwelche Situationen, die anders waren, familiär bedingt oder vielleicht auch die Wohnsituation? Vielleicht mal schauen, was in der Kita los ist. Hat das Kind neue Freunde dazu gewonnen? Und dann vielleicht auch gemeinsam mit dem Kind darüber sprechen, was sich verändert hat. Hätten Sie noch einen Moment Zeit, dass wir noch mal mit den Dreien in den Bewegungsraum gehen können? Dann kann ich die drei noch mal so ein bisschen beim Spielen beobachten und wir können noch mal die Dynamik sehen. Jetzt gerade spielen sie wieder total schön zusammen. Aber vielleicht können wir das noch mal unten ein bisschen auf jeden Fall beobachten, ja? Mhm. Okay, super. Kurz meine Jacke einmal hier ablegen. Ja, klar. Weil sich die 5-jährige Diana zu Hause unverändert verhält, vermutet Jana Gottwald, dass etwas zwischen der 5-jährigen und ihren Freunden in der Kita vorgefallen sein könnte. Beim gemeinsamen Spiel der Kinder macht die Familienhelferin tatsächlich interessante Beobachtungen. Dominant war sie zu Hause jetzt gar nicht, dass sie irgendwie und wenn sie zu Hause mit anderen Kindern gespielt hat, weil also Cora ist doch auch manchmal bei ihnen zu Hause. Genau. Oder? Ja. Letzte Woche war die Cora sogar noch bei uns. Jetzt, wo sie es ansprechen, fällt mir ein, dass es da um einen Streit um eine Prinzessin-Puppe ging, aber um eine Prinzessin-Puppe? Mhm, genau. Okay. Die ist dann auch auf dem Boden gelandet, aber das war jetzt ein normaler Kinderstreit, dabei habe ich mir nichts gedacht. Okay, weil die Cora ja auch ein bisschen älter ist, ne? Aber eigentlich spielen die beiden ganz gut zusammen. Ja. Das wundert mich jetzt auch, dass Diana diejenige ist, die kommandiert, als Jüngere. Ja. Man sieht es ja auch, die spielen top zusammen. Ja, jetzt gerade ist es sehr schön. Vielleicht lasse ich die beiden oder vielleicht lasse ich alle dreimal zusammen irgendwie einen Turm bauen und dann gucken wir mal, wie sie dann miteinander agieren. Okay. Kommt ihr drei einmal her? Ich habe die drei jetzt nicht zusammen spielen lassen, weil ich sie jetzt, sag ich mal, selbst beschäftigen lassen wollte, sondern wirklich, um die drei mal zu beobachten und mal so diese Dynamik aufzugreifen, die die drei haben, um zu schauen, ob es da jetzt wirklich Streitigkeiten gab, weil ich das vermutet hatte. Das war es dann aber nicht. Und dann bin ich relativ schnell auf die Idee gekommen, dass sie Kontrolle sucht. Und das Ganze wollte ich halt in diesem Spiel von dem Turmbau dann einmal herausfinden. Die Aktion Turmbau funktioniert sehr gut. Die Kinder geben sich gegenseitig Hilfestellung und arbeiten gleichberechtigt Hand in Hand. Für die Erzieherin ein Zeichen dafür, dass die Ursache für Dianas auf einmal so dominantes Verhalten woanders zu suchen sein muss. Sakura und Leo, eure Eltern sind jetzt da. Ihr könnt euch jetzt schon mal die Schuhe anziehen gehen, okay? Okay. Ja?
als der Leo und die Cora dann abgeholt wurden, ist mir dann die Idee gekommen, mit Diana noch mal so eine Art Rollenspiel zu machen mit Verkleidungen. Das finde ich ganz sinnvoll, um mal zu schauen, wie sie selbst die Situation zwischen ihr und dem Leo und ihr und der Cora darstellt oder auch, wie sie die Situation zwischen ihr und ihrer eigenen Mutter darstellt. Ich habe mir ein super Spiel überlegt für uns beide. Möchtest du mitmachen? Komm, wir gehen mal rüber. Und zwar möchte ich mit dir ein Verkleidungsspiel spielen, ja? Geh mal an unsere Verkleidungskiste. Kannst du mal aufmachen? Die Sachen kennst du ja auch, ne? Diana soll zeigen, was sie mit ihren engsten Kita-Freunden verbindet. Während die Fünfjährige mit Leo gerne auf Abenteuerreise geht, teilt sie mit Cora die Leidenschaft für alles, was die meisten Mädchen in ihrem Alter mögen. Die Überraschung folgt erst am Ende des spielerischen Experiments. Eine letzte Aufgabe habe ich nämlich noch für dich. Dann kannst du dich nämlich jetzt einmal als Mama verkleiden. Du spielst nämlich jetzt mal Mama. Ist da irgendwas bei, was aussieht wie von deiner Mama? Oder sonst kannst du auch mal gucken, ob du dir vielleicht... Ja, genau. Sonst nimmst du dir vielleicht das Tuch von Mama, ne? Das sind Tuch, ja, klar, Schatz. Hier. So? Aha. So, und das bist... und das bist jetzt du, ne? Komm mal mit rüber. So, dann darfst du jetzt mal die Mama sein. Und das ist jetzt Diana. Zeig mal, was ihr beiden zu Hause macht. Fällt dir was ein? Nee? Bestimmt bringt die Mama dich abends ins Bett, oder? Nein. Die bringt dich gar nicht mehr ins Bett? Die legt dir doch bestimmt die Sachen raus. Zeig doch mal, wie du... Nein! Diana. Schatz, was ist los? Hey. Was ist los mit dir? Möchtest du das nicht zeigen? Hat die Mama irgendwas zu Hause gemacht, was dich verärgert hat? Ihr geht doch bestimmt zu Hause immer abends zusammen ins Bett, ne? Dass die Mama dich bringt und dir Sachen rauslegt. Nein? Ich kann das schon alleine. Das machst du alles ganz allein. Auch die Sachen rauslegt. Aber sie hat sich halt ein bisschen geweigert die letzten Tage. Mhm. Ich konnte es mir aber nicht erklären, ehrlich gesagt. Machst du das lieber alleine im Moment? Mhm. Und wenn du ins Badezimmer gehst, um dich fertig zu machen, beim Zähneputzen, wie ist das da? Das kann ich auch schon alles alleine. Das machst du alles allein? Mhm. Ich wollte keine Hilfe mehr annehmen. Ja, du bist ja auch schon groß, ne? Vielleicht, weil du jetzt 5 geworden bist. Die Cora, ne, deine beste Freundin, die ist ja auch schon, die ist schon 6, ne? Mhm. Merkst du denn, dass die ein bisschen älter ist als du? Ja? Woran merkst du das denn? Darf die irgendwas, was du noch nicht darfst? Was macht die denn? Die darf ins Kino gehen, in diesem Prinzessinnenfilm. Und der ist erst ab 6 und ich bin ja gerade erst 5 geworden. Nein, du wolltest unbedingt mit, oder? Es ging halt nicht. Der Film ist erst ab 6 Jahren und Diana ist jetzt 5 geworden. Mhm. Deswegen konnte ich sie natürlich nicht mitgehen lassen. Mhm, dann sind die anderen ohne dich gegangen. Ja, das ist auch doof, ne? Mhm. Diana hat ja selbst sehr gut beschrieben, warum sie sich so verhalten hat. Sie wollte eben zeigen, dass sie selbstständig ist, dass sie auch schon so alt ist wie ihre Freundin Cora, die ja schon 6 ist. Ist sie leider nicht. Sie wollte so gerne ins Kino, weil die Cora das auch darf. Und dann hat sie versucht, mit diesen Verhaltensweisen zu zeigen, dass sie auch schon reif genug ist für diesen Prinzessinnenfilm. Hast du deswegen auch den anderen Kindern immer gesagt, was die machen sollen? Weil ich schon groß bin. Mhm. Ach so. Und wer groß sein will, muss aufessen. Mhm. Deswegen hast du auch dem Leo vorhin den Kuchen ins Gesicht gedrückt, ne? Ich hab mich schon gewundert. Das machst du doch sonst nicht sowas, ne? Wolltest du zeigen, dass du schon alt genug bist, um auch einen Film ab 6 zu schauen? Wenn ein Kind für irgendwas noch zu jung oder zu klein ist, dann heißt es ja nicht, dass es gar nichts anderes machen kann. Auch in diesem Fall haben wir jetzt gesehen, dass es sicherlich auch Filme gibt, die auch Diana gucken darf. Und das würde ich in dem Fall auch immer empfehlen, dass man sich irgendwie eine Alternative sucht, womit halt eben Eltern und Kind beide einverstanden sind. Diana war mit ihrer Mutter in einem altersgerechten Kinofilm und durfte dazu auch ihre beste Freundin Cora einladen. Die Fünfjährige kommandiert die anderen Kinder nun nicht mehr herum und ist wieder ganz die Alte. Trotzdem freut sie sich schon jetzt darauf, endlich 6 zu werden.